Hallo zu unserem heutigen 11.11 Videocast. Und zwar geht es heute um das Thema datenbasierte Formate in der politischen Kommunikation. Und darüber spreche ich mit meinem GF-Kollegen Udo. Hallo Udo. Hallo. Ja, Daten sind aus unserer Sicht die Zukunft in der politischen Kommunikation, um zu überzeugen. Immer mehr Daten sind im Internet frei zugänglich, aber dafür unstrukturiert verfügbar. Wie wir diese Daten nutzbar machen und daraus Mehrwerte für unsere Kunden generieren, lässt sich am besten in den folgenden 4 Schritten erklären. Und zwar konzipieren, aggregieren, analysieren und visualisieren. Udo, steigen wir ein. Was muss denn ein gutes Konzept leisten? Ja, ein gutes Konzept muss zunächst einmal mit dem Kunden abgestimmt sein. Es muss Klarheit mit Blick auf das Ergebnis liefern, logischerweise. Und grundsätzlich gilt, je besser das Konzept, desto besser das Ergebnis. Und aber wenn wir das Konzept haben, stellt sich natürlich die Frage, und es ist abgestimmt, wie gehen wir dann grob vor? Und da kommen wir auch schon zum zweiten Schritt, dem Aggregieren der Daten. Und da hast du ja ein paar ganz gute Ideen, Fabian. Genau, ja, wie du schon sagst, das Konzept gibt vor, welche Daten wir sammeln müssen. Hauptsächlich sind das in der Regel unstrukturierte Daten aus dem Internet, zum Beispiel von Webseiten, aus PDF-Dateien, aus Social-Media-Accounts, die wir nach gewissen Filterkriterien einsammeln und abrufen. Und das technisch gesehen entweder mit Python-Skripten oder Anwendungen oder auch Automatisierungstools wie zum Beispiel Microsoft Power Automate. In manchen Fällen werden diese Daten dann auch noch angereichert durch eigene Daten, die der Kunde zum Beispiel bei sich hat, oder durch klassische Datenerhebungen, also sprich, dass Personen befragt werden. Und das Ziel ist dann, diese Daten in einer möglichst strukturierten Form, also in einer Tabelle vorliegen zu haben. Und da geht der Ball auch wieder zu dir, Udo. Die Daten liegen jetzt strukturiert vor in einer Excel-Datei zum Beispiel. Dann geht es an die Analyse. Was ist hier zu berücksichtigen? Ja, die Analyse bezieht sich natürlich zunächst einmal auf die Fragestellung, die wir uns in der Konzeptphase konkret überlegt haben. Das kann einerseits quantitative Erhebungen sein, aber eben auch qualitative suchen, wo wir ganz gezielt eben auch Schlagworte auswerten letztendlich. Und das ist im Prinzip schon das ganze Geheimnis. Aber viel spannender wird es, finde ich, dann an der Stelle, wenn wir die Ergebnisse soweit dann auch analysiert haben, wie wir sie dann visualisieren. Und da setzen wir uns ja auch schon verstärkt mit auseinander. Fabian, wie machen wir das? Genau, also die Ergebnisse der Analyse sind ja auch noch in einer Tabellenform und jetzt müssen die grafisch und interaktiv dargestellt werden. In der Regel auf einer Webseite, zum Beispiel als Diagramme, interaktive Diagramme, die man anklicken kann. Und wenn man draufklickt, kommt man dann zu weiteren Informationen, wie zum Beispiel die Quelle, wo kommen die Daten her und vielleicht auch noch weitere Informationen drumherum. Oder als Themencluster, also wenn es um politische Themen geht, mit unterschiedlich großen Punkten. Oder auf einer Landkarte zum Beispiel, wenn es auch um ortsbezogene Dinge geht. Und alles im Idealfall, wenn es sich um Echtzeitdaten handelt, die sich dann im Hintergrund eben auch ändern können. Denn jetzt kommen wir zum Mehrwert. Der konkrete und große Mehrwert von diesen datenbasierten Formaten ist zum Beispiel, wenn wir ein interaktives Positionspapier nachher haben mit Echtzeitdaten, das ich als Verband oder Unternehmen an politische Stakeholder per Link schicken kann. Oder ein Stimmungsbarometer, das ich als Info-Dashboard auf meiner Webseite zu einem bestimmten Thema platzieren kann. Oder auch für das eigene Monitoring im Unternehmen oder im Verband. Und zusammengefasst, haben all diese Formate den Vorteil, ich kann damit viel präziser argumentieren, weil ich datenbasiert argumentiere. Ich habe eine höhere Glaubwürdigkeit und ich erreiche meine Stakeholder besser, weil diese Formate einfach ansprechender und schneller zu erfassen sind als seit langer Fließtext. Sehr cool. Ja, vielen Dank, Fabian, nochmal für die Zusammenfassung auch in Sachen Mehrwerte, was die datenbasierten Formate angeht.
Das war unser heutiger Videocast zum Thema datenbasierte Formate und vielen Dank fürs Interesse. Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen dieses Vierklangs: konzipieren, aggregieren, analysieren und visualisieren. Und ja, wenn Sie Fragen haben, wir stehen gerne bereit, denn wir setzen uns schon ein Weilchen mit dem Thema auseinander. Vielen Dank und tschüss. Danke.